Florian, 2:0 gewonnen in diesem Spitzenverfolgerspiel. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, war ein enges Ding. Die 2 Elfmeter waren, glaube ich, der erste war gerade eine strittige Entscheidung, ob das jetzt innerhalb oder außerhalb war. Aber ich glaube, wir haben das Spiel gut gestaltet, waren von Anfang an in der Abwehr sicher gestanden und dann die 2 Elfmeter mal den Unterschied machen. Den 2. Elfmeter hast du rausgeholt. Kannst du sagen, wie du es gemacht hast oder wie es passiert ist? Ja, es war ein guter Gasseball von meinem Kollegen Timo Fiederer. Da bin ich gut eingelaufen und der Verteidiger ist mir von hinten in die Beine und es war eindeutig innerhalb vom 16er und da gab es keine strittige Meinung. Du hast ja mit deiner Laufleistung zu diesem Sieg beigetragen. Wie hast du deine Leistung gesehen? Ja, ich stelle der mannschaftliche Erfolg immer in den Vordergrund. Was ich da leiste, muss ich zweitrangig. Ich tue das gern für das Team und wenn wir da 3 Punkte haben, bin ich vollkommen zufrieden. Ihr habt euch jetzt gegen den 3. ein bisschen absetzen können. Das nächste Spiel ist dann gegen Wolfhard Zweier. Wie geht's jetzt weiter in den letzten Spieltagen und gegen den nächsten Gegner? In 2 Wochen steht unser Derby gegen Neuburg-Weiher, die noch einen Punkt vor uns sind. Da gilt es jetzt am Samstag gegen Wolfhard Zweier zu Hause. Nochmal mit einem Dreier, da der richtige Grundstein fürs Derby dann zu legen. Und was habt ihr euch vorgenommen? Natürlich ein Sieg. 2 Siege haben wir in den nächsten 2 Wochen. Florian, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Alles klar, danke schön gleichfalls.